wie du das Interesse deines Traummanns für dich entfachst. Willkommen zu diesem Video, zu dir spricht Sergelenz. Heute sprechen wir darüber, was du tun kannst, um in einer speziellen Situation das Interesse des Mannes, der dir gefällt, auf dich zu richten und dort zu halten. Und wenn du mehr Videos zu diesem Thema von mir sehen möchtest, dann lade ich dich ein, diesem Video ein Like zu geben, meinen Channel zu abonnieren, wenn du das nach wie vor nicht gemacht hast, und die Glocke zu aktivieren, um das nächste Video nicht zu verpassen. Also gut, was machen Frauen normalerweise, wenn ihnen ein Mann gefällt? Wenn ihnen ein Mann gefällt, treten Frauen manchmal in eine Falle, in eine emotionale Falle. Sie beginnen, sich anzubieten, oder beziehungsweise sie beginnen zu hoffen, dass der Mann sie als Freundin nimmt, als Partnerin nimmt, dass der Mann sie erwählt. Und sie werden nicht mehr sie selbst, sondern sie versuchen sich anzupassen. Sie versuchen zu erraten, was dem Mann gefällt und was ihm nicht gefällt, und ihr Handeln dem anzupassen, was ihm gefällt oder nicht gefällt. So werden sie nicht mehr sie selbst. Und das äußert sich darin, dass sie verkrampft werden, dass sie angespannt werden, dass sie unnatürlich wirken. Und das ist einer der Fehler, ja, der zugrunde liegt, wenn, wenn Frauen sagen, ja, bei Männern, die mir gefallen, klappt es aus welchen Gründen auch immer nicht. Bei Männern, die mir nicht gefallen, klappt es auf Anhieb. Ja, ich kann durch die Straßen gehen und Männer winken mir zu, sie lächeln mich an, sie zeigen mir Signale, dass ich ihnen gefalle, aber interessiert mich nicht. Aber bei den Männern, ja, wo es wirklich drauf ankommt, wo ich Gefühle entwickle, da kommt es dazu, dass ich immer wieder in diese emotionale Falle reintappe. Und damit dir das nicht passiert, habe ich eine schöne emotionale Methode für dich vorbereitet. Sie ist nicht sichtbar. Ja, das ist eine der Methoden, die unter dem Radar durchgehen. Ja, aber es ist wichtig, dass du diese Methode trainierst, immer und immer wieder, um sie dann in den richtigen Momenten abzurufen. Ja, und hier kommen sie. Wenn du demnächst mit einem Mann, der dir gefällt, zum Date gehst, oder wenn ihr euch trefft und irgendwo spazieren geht, ist es enorm wichtig, dass du nicht zeigst, dass er dir gefällt und dass du hoffst, dass du ihm auch gefällst. Das ist nämlich das, was meistens im Hintergrund immer mitschwingt, was dich unnatürlich macht, was dich unnatürlich erscheinen lässt und was dich vor allem uninteressant für den Mann erscheinen lässt. Denn nochmal, er braucht das Gefühl, dass er, oder den Gedanken, dass er dich mehr braucht als du ihn, dass er aber trotzdem eine Chance auf dich hat. Ja, wenn du diese beiden Komponenten zusammenführst, dann funktioniert es. Ja, dann fließt es deutlich besser. Und das machst du am besten damit, dass du mit dem Gedanken spielst oder versuchst, ihn unterbewusst zu senden. Ich könnte dir gehören. Nicht, hoffentlich nimmst du mich, weil ich gehöre dir jetzt schon. Ich habe dir gehört noch weit vor meiner Geburt und ich werde für die nächsten 1000 Jahre dir gehören. Sondern ich könnte dir gehören. Vielleicht. Mal schauen. Ja, aber ich könnte. Ja, und versuche das Gespräch mit ihm in diesem Format zu führen, mit diesem Frame. Ja, du musst dich nicht die ganze Zeit darauf konzentrieren. Aber sobald es dir einfällt, versuche damit zu spielen. Und vor allem, wenn du merkst, dass du dich wieder in etwas reinsteigerst, dass du wieder anfängst, wie ein Wasserfall zu plappern, dass du anfängst, dich von den besten Schokoladenseiten zu zeigen und schau mich von dieser Seite an. Und das habe ich gemacht. Ja, und ich habe ein Einsatzzeugnis in der 5. Klasse gehabt. Und ruhig, ja, mit dieser Technik, ich könnte dir gehören,
wirst du das handeln? Ja, so ganz leicht auf die Bremse drücken und ich könnte. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht werde ich das, vielleicht auch nicht, aber das Potenzial ist da. Und was du damit auch noch erreichst, ja, das ist auch ein häufiger Fehler von Frauen, die ihn auch machen, immer und immer wieder. Sie versuchen, ihre Signale der Sympathie so weit runter zu drosseln, ja, dass sie dem Mann gar keine Signale senden, dass sie dem Mann zu verstehen geben, wir sind völlig inkompatibel. Ja, der Gedanke ist, wenn ich ihm jetzt zeige, dass er mir gefällt, dann denkt er vielleicht, dann hat er mich. Nein, ich werde mich zusammenreißen. Nein, ich werde das auf gar keinen Fall machen. Erst wenn er mir sagt, dass wir zusammen sind. Erst wenn er mir einen Heiratsantrag macht, am romantischsten Ort der Welt, ja, mit 1000 weißen Luftballons und weißen Tauben und all unseren Freunden und Verwandten, die dann zusammenkommen und applaudieren. Erst wenn er mir zusagt, ja, dass er bis zum Ende seines oder zumindest meines oder nee, oder zumindest seines Lebens mit mir zusammen ist, erst dann werde ich langsam anfangen, ihm klitzekleine Signale zu senden, dass er mir gefällt. Ja, erst dann werde ich mich nach und nach entspannen. Ja, und auch das ist ein wesentlicher Faktor dafür, dass Männer auf Distanz gehen an einem gewissen Augenblick. Weil wenn der Mann zum Date kommt und die Frau führt ein Gespräch, ja, auf dieser, wir sind ja Kumpels, wir sind irgendwie Menschen, wir sind Personen, aber keinesfalls reagiert sie auf mich als Mann, dann gehe ich davon aus, ich gefalle ihr nicht. Beziehungsweise zwischen uns ist es, ja, fließt es nicht. Ich mache mir nicht mehr Gedanken, ob ich ihr gefalle oder nicht, sondern ich stelle fest, das funktioniert nicht. Ja, vorne und hinten, unten, oben, funktioniert nicht. Ja, deswegen durch diesen Gedanken, den du einpflegst in dein Date mit einem Mann, der dir gefällt, ich könnte dir gehören, beginnst du schon, dich zu entspannen, beginnst du schon, die richtige Message zu senden, aber ohne gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und ihm zu zeigen, wie sehr er dir wirklich gefällt, damit er anfängt, sich für ein paar Schritte zurückzulehnen und sich die Show anzuschauen, die du machst. Ja, weil dieses zu viel führt meistens dazu, dass ein Ungleichgewicht entsteht und dass du immer mehr machst, dass du ihm immer mehr hinterherläufst und er immer weniger auf dich zugeht bzw. sich sogar von dir entfernt. Also, ich könnte dir gehören. Ja, es ist auch ganz, ganz wichtig bei diesem Gedanken, dass nicht wir könnten zusammen sein, nicht wir könnten eine lange, dauerhafte, monogame Beziehung haben auf Augenhöhe und unter der unter dem Gedanken, dass all unsere Interessen gleichzeitig und gleichsam bewerkstelligt werden, befriedigt werden, sondern ich könnte dir gehören. Damit sendest du auf körperlicher Ebene, auf biochemischer Ebene die richtigen Signale. Weil ein Mann kann nur dann mit einer Frau zusammen sein, wenn sie das Potenzial hat, ihm irgendwo zu gehören. Es geht nicht um Sklaverei. Es geht nicht um tatsächliche, ja, vertraglich zugesicherte Besitztümer, die du dann eingehst damit. Sondern es geht darum, dass ein Mann sich nur dann um dich kümmern kann. Ein Mann kann nur dann Verantwortung für dich und für eure Connection und für eure strategische Zukunft übernehmen, wenn er sich sicher ist, dass du ihm auf eine gewisse Art und Weise gehörst. Er weiß es selbst nicht, aber er reagiert darauf, auf diese Signale, die ihm das suggerieren. Ja, das passiert auf unterbewussten Ebene, aber es ist unheimlich wichtig, dass diese Ebene beansprucht wird, ja, um dann in ihm die nötigen Gedanken, die nötigen Emotionen und die nötigen Prozesse in seinem Körper zu
entfachen, die dir dann in die Karten spielen. Ja, also geh spielerisch mit diesem Mindset um. Ich könnte dir gehören. Nimm das nicht allzu ernst. Nein, ich gehöre niemandem. Bah, eine Frau, ja, wie ich, jemandem gehören. Nein, niemals. Ja, wenn du das in deinem Kopf hast, wenn du keine Flexibilität hast, wenn du nicht damit spielen kannst, dann wirst du immer wieder in Situationen kommen, wo Männer dich, na, höchstens als ja, was Interessantes zwischendurch oder als eine nicht ernsthafte Beziehung vollkommen ohne Verantwortlichkeiten sehen werden, weil du ihnen nicht die richtigen Signale sendest und Impulse, die er braucht, um dann die Mechanismen zu erwecken, die dafür sorgen, dass er sich um dich sorgen möchte, dass er Verantwortung für dich übernehmen möchte, dass du ja ihn verzückst, so dass er in sich den Wunsch empfindet, sich nicht nur um seine Interessen zu sorgen, nicht nur um seine Belange und Bedürfnisse, sondern um eure und somit auch um deine. Ich könnte dir gehören. Vielleicht werde ich das vielleicht nicht, aber ich könnte es. Ja, immer nur häppchenweise, nicht die ganze Zeit. Sonst überreizt du es und du wirst merken, dass mit ein bisschen Training deine Wirkkraft auf Männer, die dir gefallen, deutlich steigen werden. Und das ist nur ein klitzekleiner Baustein, ja, das ist nur ein klitzekleiner Faktor, ein kleines Element in einer ganzen Ansammlung aus Techniken, aus Methoden, an Dingen, die du nutzen kannst, um deine Kommunikation mit Männern, die dir wirklich gefallen, auf ein absolutes Maximum zu treiben, sodass du garantiert deine Ziele erreichst, die du dir wünschst. Und wenn du mehr von diesen Dingen erfahren möchtest und wenn du sie nicht nur wissen, sondern wenn du sie intuitiv erlernen möchtest, sodass sie automatisch aus dir rausfließen, ohne dass du Männer manipulieren musst, ohne dass du darüber nachdenken musst, ja, sondern sodass Männer, die dir gefallen, wertvolle Männer, auf die du wirklich Wert legst in deinem Leben, die du wirklich an deiner Seite haben möchtest, dass sie verrückt nach dir werden. Ja, wenn du diese Methoden lernen möchtest, dann lade ich dich ein, dich zu meinem 90-tägigen Coaching-Programm zu bewerben, wo ich dich persönlich an die Hand nehme und dir alles zeige. Dinge, die wirklich funktionieren für alle Phasen der Kommunikation mit wertvollen Männern bis in die tiefste, festeste, dauerhafteste und erfüllteste Beziehung, die man sich als Mensch vorstellen und wünschen kann. Also den Link zu der Bewerbung zu diesem Coaching findest du in der Beschreibung zu diesem Video oder auf sergeylinz.de. Und wenn dir dieses Video gefallen hat und wenn du mehr Techniken haben möchtest, wenn du mehr Impulse in diese Richtung haben möchtest, dann hinterlasse diesem Video gerne ein Like, hinterlasse mir auch ein Abo und natürlich auch einen Kommentar zu dieser Methode oder vielleicht hast du schon Erfahrungen mit dieser Methode gemacht, dann schreib es mir auch in die Kommentare. Ich lese sehr gern von dir. Ansonsten sehen wir uns schon bald bei unserem nächsten Video. Dein Sergey Linz.